Hi, heute wollen wir mal zusammen den Buchsbaum umtopfen. So, und zwar, während ich den Buchsbaum erstmal aus der Schale nehme, will ich euch noch ein bisschen was zu dem Buchsbaum erzählen. Und zwar, der Buchsbaum war mir eigentlich ursprünglich gar nicht so wirklich als Baum bewusst. Nämlich war an dem Baum, also der Baum war an dem anderen Baum dran, also an den größeren. Der Baum, der größere, den zeige ich euch dann noch in dem Bild, der ist leider abgestorben. Also das war ein 80 cm großer Buchsbaum. Den habe ich aber leider verloren, also den habe ich nie durchgekriegt. Den hatte ich damals in Baden-Württemberg ausgegraben und den hatte ich im Gewächshaus und alles, hat ihn ein paar Jahre gehalten und dann ist er abgestorben. Ja, das war leider die Geschichte von dem Buchsbaum. Aber unten dran, an dem Buchsbaum, war noch ein kleiner dran. Und ja, das war der. Den habe ich jetzt seit ungefähr 10 Jahren. Das letzte Jahr hat er geblüht. Ihr seht, die Wurzeln sind ordentlich. Und ich will den Baum in eine tiefere Schale setzen. Es ist zwar wahrscheinlich nie so wirklich die hübscheste Variante, aber es ist auf jeden Fall für die Gesundheit, für des Baums. Ja, die neue Schale, die ist etwas höher. Und da nicht mehr ganz so filigran wie die andere, aber mir geht es bei dem Baum um die Gesundheit, weil es ist halt wirklich die kleine Schale. Ihr seht von der Höhe den Unterschied. Das macht halt schon was aus. Und im Sommer, ich habe es ziemlich heiß bei mir. Ich habe Südseite im Garten. Da ist wirklich lange Sonne und dann ist wirklich der Buchsbaum braucht echt viel Wasser. Und weil der Baum mir sehr am Herzen liegt, habe ich gedacht, komm, der kriegt von mir eine größere Schale. Und ja, das wollen wir jetzt auf jeden Fall zusammen machen. Wir gucken uns den Baum an. Wir machen das zusammen. Ja. Und dann schauen wir mal weiter. So, soweit, so gut. Ich habe jetzt die Wurzeln ausgekämmt, habe sie zurückgeschnitten. Jetzt wollte ich euch mal zeigen, das war mal die ursprüngliche Schnittstelle, wo ich ihn mal abgesägt habe. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann hier. Das ist die Stelle. Und der hat wirklich schöne Wurzeln gemacht. Also das ist echt Wahnsinn. Und jetzt wollte ich euch noch eine Stelle zeigen, die mir ein bisschen ein Dorn im Auge war. Was ich überlegt habe, ob ich sie wegmache, aber ich werde es nie machen. Also hier, das ist die Stelle hier, die Wurzel. Ein bisschen von der Seite sieht man es besser. Die Wurzel ist störend, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei so einem kleinen Schuhin habe ich wirklich Angst, dass wenn ich die Wurzel wegmache, dass mir der ganze Teil hier zurückzieht. Weil ihr seht es ja selber,
Das Totholz geht im Prinzip schon ein bisschen runter. Und ich bin da eigentlich relativ froh drüber, so wie es ist. Hier habe ich eine schöne Kallusbildung. Hier sieht man es, also hier. Hier sieht man es, hier ist schön Kallus gebildet. Hier oben. Und das will ich nie riskieren. Deswegen bleibt die Wurzel. Wird halt einfach ein Stück tiefer eingepflanzt. Und dann, wie gesagt, ist das in Ordnung. Und ja. Die kleinen Wurzeln, die werden nie aufholen. Also die werden nie in die Größe kommen. Aber das ist mir, wie gesagt, egal, weil das Wichtigste ist mir echt der Baum und die Gesundheit. Ob ich jetzt nur eine störende Wurzel habe oder nie, das nehme ich in Kauf. Also pflanzen wir mal zusammen ein und dann schauen wir uns das Endergebnis mal an. So, der Buchsbaum ist in seiner Schale, in seiner jetzigen. Auf jeden Fall ist das nie die beste Option von den Proportionen, aber es soll halt wie gesagt eine Wohlfühlschale sein. Er hat letztes Jahr ziemlich doll geblüht und was ich denke, dass das auch ein bisschen Stress für den Baum war, aber wie gesagt, deswegen kommt er jetzt mal in eine Wohlfühlschale. Jetzt kann er dort mal 2 Jahre drin bleiben und dann werden wir mal weitersehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir gucken uns demnächst nochmal ein Video an, wenn er dann ein bisschen eingewachsen ist, denke ich mal im Sommer. Werden wir uns mal ein bisschen an das Totholz begeben, weil es wird auf jeden Fall ein bisschen neu konserviert.
und an einigen Stellen nochmal den Kalus so ein bisschen angeregt. Und dann werden wir auf jeden Fall sehen. Jetzt bedanke ich mich auf jeden Fall und ich denke mal, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Ciao.